In seiner Sendung vom 22. September 2016 hat das NDR-Magazin Panorama vier Vorständen verschiedener Agrarverbände Tierschutzverletzungen vorgeworfen. Basis war heimliches Filmmaterial der Tierrechtsorganisation Arriva. Unter anderem gab es Szenen aus dem Stall von WLV-Präsident Johannes Röhring zu sehen. Dieser ging daraufhin am 23. September in die Offensive und führte die Presse durch seine Ställe. Wie Röhring schilderte, erhielt seine Familie am 15. September vom NDR Bilder aus dem Stall mit der Bitte um Stellungnahme. Woher diese Bilder stammen, wollte der Sender noch nicht sagen. Für alle sei es da erstmal ein Schock gewesen, dass nachts Leute auf dem Hof waren. Die Tierschützer waren wohl im Frühjahr 2015 in dem Stall. Das ist kein gutes Gefühl, das kann ich Ihnen sagen. Die Bilder wurden dann nach Eindringen in die Ställe, die abgeschlossen sind, gemacht und wir haben sie bewertet mit unserem Tierarzt zusammen und haben deutlich gemacht und gesagt, es ist hier eine ordentliche Tierhaltung auf dem Betrieb Röhring erkennbar. Und wie das so ist in einem laufenden Betrieb mit lebenden Tieren, kann auch mal ein Tier krank werden oder eine ganze Gruppe, wenn sie sich gegenseitig durch Grippe, ähnliche Zustände, aber auch andere Viruserkrankungen anstecken. Dafür haben wir einen Fachmann, einen Tierarzt, einen Hoftierarzt, der bei uns sämtliche Ställe und sämtliche Bestände kennt, sehr viel mehr macht als nur Behandeln der Tiere, sondern wir machen auch sehr stark präventive Maßnahmen. Das heißt, wir impfen in einem erheblichen Maße. Wir schauen uns auch die Frage der Futtermittel, Hygiene der Futtermittel und all diese Dinge an. Ich habe im Nachgang dem NDR signalisiert, dass ich zu den Bildern Stellung nehmen wollte. Ich kann Ihnen aber ganz persönlich sagen, dass wir nie reell eine Chance bekommen hätten, die Dinge gerade zu stellen. Die Regie war klar, das haben wir auch gestern Abend in dem Filmbeitrag feststellen können. Da hatten wir wenig Chancen, Dinge gerade zu stellen. Was wir aber allerdings dezidiert und detailliert gemacht haben, Herr Dr. Tennünfeld hat zu jedem der Bilder, die gestern Abend von uns gezeigt wurden, Stellung bezogen und hat sie auch erklären können. Deswegen sagen wir, unsere Tierhaltung ist in Ordnung. Wir kümmern uns um die Tiere tagtäglich durch Stallrundgänge und viele andere Maßnahmen. Ich stehe auch dazu und ich habe vollstes Vertrauen zu meinem Sohn und seinen Mitarbeitern, der eine ordentliche Betriebsführung hier auf diesem Betrieb gewährleistet. Hoftierarzt Dr. Jörg Tennünfeld berichtete anschließend über seine Arbeit auf dem Hof Röhring. Mir sind in all den 10 oder über 10 Jahren hier im Betrieb keine tierschutzwidrigen Zustände bekannt geworden. Das soll nicht heißen, dass wir nicht mit Erkrankungen zu kämpfen haben. Das wäre utopisch zu denken. Das gilt für Menschen wie für Tiere. Und das gilt für unsere landwirtschaftlichen Nutztiere ebenso wie für unsere geliebten Haustiere Hund und Katze. Wir haben in diesem zu besprechenden Zeitraum 2015 eine Episode von Atemwegserkrankungen gehabt, die primär waren, die primär virusbedingt waren. Sie alle kennen die Grippe des Menschen. Ich glaube, jeder im Raum wird schon mal befallen gewesen sein, erkrankt gewesen sein. Überwiegend luftübertragen, auch kontaktübertragen, heißt beim Schwein gleiche Ausprägung wie beim Menschen. Es gibt Fieber, es gibt Atemwegsprobleme, es gibt Husten. Beim Schwein haben wir eine Problematik zusätzlich, die geschehen kann, nicht muss. Das ist bei Einzeltieren im Rahmen des Hustens so stark wird, der Druck im Bauch, dass im Bereich des Afters ein Stück Mastdarm hervordringen kann. Das ist ein Bild, was Tierärzte, die sich da beschäftigen, kennen, den sogenannten Mastdarmvorfall. Einzeltiere, Ursache, wie gesagt, akut für den Moment des Auftretens beim Husten. Es ist aber nicht so, dass dieses immer permanent ist. Das ist kein Zustand schwarz-weiß, sondern der Husten kann da sein, der Mastdarm kommt ein Stück hinaus, um es verständlich zu sagen, kann aber nach dem Husten, und das ist üblich zu Anfang, vollkommen und vollständig reponieren. Das heißt, geht zurück. Es erkennen Sie von außen nicht. Es führt vielleicht auch manchmal eine gewisse Bindegewebsschwäche mit hinzu, dass es leichter möglich ist, dass etwas vorstößt. Aber, und das ist das Entscheidende, aufgrund dieser Reizreaktion gibt es Entzündungen,
am Ende des Afters oder im Bereich des Afters am Ende des Mastdarms Einrisse und vereinzelt auch mal Blutung. Nochmal, die Sie zu dem Zeitpunkt von außen nicht erkennen. Ab einem gewissen Moment kann dieser Mastdarmvorfall permanent werden. Und ist der permanent, ich habe die Einrisse geschildert und vielleicht schon erste Abheilungstendenzen, ist es so in den großen Gruppen, aber auch in einzelnen Gruppen, wenn Sie mehr als ein Schwein halten, kann ein weiteres Schwein dieses als Nahrung auffassen und beißt rein. Das ist eben das, was in der Evolution im Schwein auch verankert ist. Viele Institutionen, Behörden, die Politik, alle, wir Tierärzte, die Landwirte arbeiten daran, dieses zu verstehen und hier hoffentlich in Zukunft auch praktikable Lösungen anbieten zu können. Nochmal, wir haben etwas, was ein Instinktverhalten mit ist des Schweins, was wir nicht ohne weiteres abstellen können. Führt aber dann in der Folge dazu, dass ein Mastdarm dann abgebissen wird und dann eben auch zu solchen Bildern im Einzelfall. Ursächlich, wie gesagt, die Atemwegserkrankungen, das wird den Fachleuten plausibel sein, warum es so ist, ich habe es erklärt. Eine frische Wunde. Wer sich mit dem Schwein beschäftigt, weiß, dass das etwas sein kann, was auch in Minuten mit wenigen Bissen oder weniger Stunden passieren kann. Es geht weiter. Ein Schwein, an dem, das ich mich gut erinnere, was gestern in den Aufnahmen war, was mich zu der Interpretation, das war auch als Bild Anfang der Woche geschickt worden, zu der Interpretation kommen lässt. Das ist auch hier mit dem Blick des fachkundigen Tierarztes, auch Landwirtes sicherlich oder sonstiger Fachkundiger, ein ganz normal entwickeltes Schwein. Es hat den Habitus, wenn es nicht festliegen würde und ich gestern die Bildaufnahmen nicht gesehen hätte, würde ich an dieser Stelle noch nicht primär sagen, es ist krank. Der Status der Krankheit erreicht. Aber es ist ein Schwein, was absolut vom Wuchs, von seiner Körperentwicklung her, ein ganz normales, übliches, frohwüchsiges Schwein ist. Es kommt eben nur nicht hoch. Und das ist akut. Wir sehen keine sogenannten Dekubitalstellen, das heißt diese typischen durchgelegenen Stellen, wie es die leider eben auch mal bei Menschen gibt, die länger liegen, diese durchdrückenden, offenen Wunden, die haben wir an diesem Schwein nicht. Ursächlich zu vermuten ist da, ob es sich doch um ein akutes Trauma handelt im Bereich des Rückens, wo auch immer, muss aber relativ zentral sein, zum Beispiel durch Aufreiten eines anderen Schweins. Das wäre die Interpretation zu diesem Bild. Dann zeigt sich insbesondere nach hinten raus ein Bild, was ich intensiv geprüft habe. Das ist das Bild mit einem toten Schwein. Ein totes Schwein, was nach meinem Dafürhalten auch länger tot ist. Länger heißt für mich 12 bis 24 Stunden. Hier auch zu Befunden an dem Habitus des Tieres, wie es liegt und wie es gefärbt ist, wie es etwas aufgegast ist schon. Jetzt ist der Vorwurf da oder steht im Raum, ist dieses Tier zu lange in dieser Bucht gewesen? Hätte man es eher herausholen müssen? Wir hatten genau in diesen Phasen sekundär zu den Atemwegserkrankungen natürlich dieses Fehlverhalten des Schweins, was wir Kannibalen nennen. Für mich ist die fachliche Interpretation hier so, die Schweine hätten genügend Zeit gehabt, dann sich an diesem Schwein zu vergehen, es zu öffnen, es aufzureißen und Wunden herbeizufügen. In den Bildern hier ist das aber eindeutig nicht zu erkennen. Es macht sich lediglich ein Schwein hier vorne am Bein zu schaffen. Das ist alles. Die Erfahrung zeigt aber, dass so ein Schwein, wenn es denn so lange dort gelegen hätte, wie die Vorwürfe lauten, einfach nicht mehr intakt gewesen wäre. Hinzu kommt, Fragen? Entschuldigung. Hinzu kommt bei dem Schwein, dass die Neugierde der anderen Tiere noch geweckt ist. In diesem Moment, es scheint zu beginnen und wahrscheinlich, wenn es länger drin liegen würde, ist davon auszugehen, dass es dann eben auch entsprechend angegriffen wird. Umgekehrt ist die Hypothese ganz klar, wir haben Einzelfälle mit Schwanzbeißen gehabt, mit Kannibalenverhalten am Schwanz. Warum sollten die Tiere das tote Schwein, was sich nicht mehr wehren kann, nicht angreifen? Warum greifen sie dann gesunde Schweine an, die noch weglaufen können? Auch das passt eben nicht zu diesem Bild, sodass es für mich irgendwo so aussieht, dass das nicht original so gewesen ist. Hinzu kommt ein ganz entscheidender Aspekt. Der Auffindungsort und das Liegeverhalten, wenn man es als Liegeverhalten überhaupt bezeichnen darf, dieses Schweins in fast Rückenlage, ist für den tierärztlichen Betrachter schon extrem ungewöhnlich.
und lässt dann mehr als drei Fragezeichen aufkommen, ob das wirklich so geschehen ist, wie es dort liegt. Jetzt liegt es mir aber besonders am Herzen, darauf hinzuweisen, dass ich persönlich denke, dass in diesen Bereichen, ich kenne alle Ställe dieses Betriebes, und für mich sind dort Ställe begangen worden, in denen von mir aus ca. 1500 bis 2000 Schweine gehalten werden. Jetzt sehen wir hier 5, 6 oder 7, wie auch immer wir es betrachten wollen. Zwischendurch gibt es hier Doppelbilder, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass es sich um das gleiche Schwein handelt. Wir reden von 5, 6, 7 Tieren, von 1500 bis 2000. Ich bin mir sicher, dass die Kameras die anderen Bilder auch eingefangen hätten, hätten wir noch drastisch mehr solcher Bilder zu dem Zeitpunkt gehabt. Nochmal, es ist so, wir kennen diese Erkrankung, wir kennen sie auch aus anderen Betrieben, es ist hier kein Röhrenphänomen, aber es wird behandelt, Einzeltiere werden behandelt und es wird dem Tierschutz entsprechend dann auch eine Gruppenbehandlung durchgeführt, so denn indiziert. Ja, mein Name ist Hubertus Schmitte, ich bin Rechtsanwalt beim Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband und in der Funktion beraten wir natürlich auch Herrn Röhring. Er hat über einen Hamburger Anwalt ein jetzt zur Stunde, ich denke, das ist auch am Landgericht in Hamburg bereits eingegangen, eine einstweilige Verfügung des Inhalts beantragt, dass dem NDR untersagt wird, diese Bilder weiter zu verbreiten. Und zwar vor dem Hintergrund, dass eben die Behauptung, hier herrschen tierschutzwidrige Umstände, wahrheitswidrig ist. Das entspricht nicht der Tatsache. Das ist auch insofern ja besonders überraschend, dass der NDR so vorgeht, weil nämlich bis gestern 17 Uhr dem NDR bereits seit, wann haben wir es eingereicht? Morgens um 12 oder gegen Mittag, 5 Stunden lang alle Ausführungen, die Herr Dr. Tennünfeld hier gemacht hat, schriftlich und als eidesstattliche Versicherung vorlagen. Das war also durch den NDR zu prüfen. Trotzdem hat man sich darüber hinweggesetzt. Und das heißt, jetzt besteht juristisch eben der Anspruch, dass das nicht weiter verbreitet wird, weil es eine Ehrverletzung ist und weil es zudem Hausfriedensbruch ist, wenn hier so vorgegangen wird mit der Behauptung, hier herrschen tierschutzwidrige Umstände. An der Stelle ist mir eben besonders wichtig, dass hier kranke oder verletzte Tiere zu sehen sind. Aber das bedeutet eben nicht, dass das schon tierschutzwidrig ist, sondern ein Tierhalter, das ist hier Christian Röhring, hat die Aufgabe, sich um seine Tiere zu kümmern, gute Haltungsbedingungen zu schaffen. Und so wie ein Mensch erkranken kann, kann auch ein Tier erkranken. Dann hat er sich, um das Tier zu kümmern, hat es zu separieren, also in eine andere Bucht zu schaffen und den Tierarzt zu rufen. Also ich habe mir sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, wie wir uns, aber auch uns als Familie dort schützen können. Zum Beispiel hat meine Mutter das häufig gemacht in der Vergangenheit, dass sie auch in den Wintermonaten abends die Tiere kontrolliert hat. Und Stallungen, die im Grunde genommen auch 500 Meter vom Wohnhaus entfernt sind, die möchte man dann schon auch ruhigen Gewissens betreten können und nicht das Gefühl haben, dass man dort anders angetroffen werden kann. Für uns, wie gesagt, wir können das eingrenzen, nicht exakt, aber in etwa, zu welcher Zeit. Diese Aufnahmen anhand der Tiergewichte haben wir das ganze Revue passieren lassen. Und zumindest die Aufnahmen aus dem Frühjahr 2015 sind plausibel, dass sie dort gemacht wurden. Und das ist eine sehr lange Zeit, um sich dort daran zu erinnern. Es hat auch zwischendurch schon mal eine Tür losgestanden, nur daran kann ich mich so exakt auf dieses Datum nicht erinnern. Sonst wäre ich vielleicht auch anders und wir hätten vielleicht anders darauf reagiert. Also man kann ja durchaus Stelle abschließen, ja. Aber glauben Sie mir, wir schaffen es nicht, sie so zu verriegeln, dass sich niemand am Ende Zuschnitt verschaffen kann. Das ist fast utopisch zu glauben, man kann vor solchen Dingen sich schützen. Wer das will, schafft das irgendwie, immer da hineinzukommen. Es ist kein Hochsicherheitstrakt. Zum Beispiel unser Tierarzt Jörg Tennünfeld kann jederzeit, wenn er hier in der Gegend ist, die Runde machen. Wir haben entsprechende Stallkarten, dass er sich schnell informieren kann, was ist los im Abteil, und er macht das auch.
wenn er gerade hier zum Beispiel auf einem Milchviehbetrieb in der Nähe ist und springt mal kurz rein und sieht sich den Bestand an. Das ist völlig in Ordnung, wir kennen sein Auto. Aber die andere Sache macht mir schon wirklich Sorge, was haben fremde Leute bei uns verloren. Und was mir wirklich noch mehr zu denken gibt, und darüber bin ich auch sehr enttäuscht, der Staat schützt uns vor solchen Leuten nicht. Wir haben keine Handhabe, gegen solche Machenschaften vorzugehen. Es gibt verschiedene, auch Gerichtsurteile schon, dass solche Leute dann freigesprochen wird. Das ist nicht mein Staatsverständnis, wenn normale, ehrbare Leute nicht geschützt werden vor Eindringlingen. Das kann ich mit meinem Rechtsverständnis nicht verbinden.